Heute ist nicht nur Feiertag in den USA, sondern auch in England. Das heißt, London fällt als zentrale Handelsplatz auch noch weg. Dementsprechend kann man die Umsätze an einer Hand abzählen. Und wir wollen deshalb mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen werfen, ein paar Charts zeigen als Kehrseite der Medaille für die Dauerbullen, die ja durchaus verwöhnt sind und sagen, ach, die Kurse steigen doch. Was wollt ihr denn? Die Rallye, die setzt sich fort. Die wird nie enden. Das ist die normative Kraft des faktischen Aktienmärkte steigen. So war es doch schon immer. Und wir wollen uns anschauen, ob es diesmal auch so ist oder ob wir vielleicht in einer Situation sind, wo ein bisschen Vorsicht geboten wäre. Wie gesagt, das heißt nicht, dass heute respektive morgen oder übermorgen da etwas kommt nach unten. Aber es ist übergeordnet, glaube ich, vielleicht doch ein bisschen hilfreich, sich die andere Seite der Medaille mal anzuschauen. Wir sehen hier zunächst mal vier Megacap-Aktien haben mehr als 50% der gesamten Gewinne des S&P 500 hier ermöglicht. Der S&P um und bei 11 oder der Nasdaq zumindest 11,5% im Plus. Wir sehen, dass mehr als die Hälfte also von vier Aktien kommt. Und schauen wir uns diese vier Aktien an, dann sehen wir natürlich eine Nvidia, die alleine 115% gestiegen ist. Wir sehen solche Aktien wie Microsoft, die das Ganze getrieben haben, wie Google, wie Meta, also die schwer Gewichte waren es, die das Ganze nach oben ziehen. Apple und Tesla sind innerhalb dieser Magnificent Seven sozusagen die Absteiger. Und schauen wir uns mal Nvidia an, den Superstar. Wenn Sie rechts hier mal in diesen Chart gucken, dann sehen wir natürlich, klar, die Umsätze sind massiv gestiegen, auch die Gewinne sind noch massiver gestiegen, aber noch massiver ist eben die Bewertung, respektive der Kurs der Aktie gestiegen, sodass wir jetzt eine Price-to-Earnings-Ratio bei Nvidia von 63 haben. Selbst Amazon hat nur 51, Tesla nur 46, Microsoft 37, all das ist ja nicht gerade billig in den 30ern. Alles über 20 gilt als eigentlich sehr teuer. Dann schauen wir uns mal Price-to-Sales-Ratio an, also Marktkapitalisierung zu Umsatz. Sehen wir hier Nvidia auch mehr als das Doppelte von Microsoft. Mit anderen Worten, man wettet darauf, dass Nvidia ewig praktisch exponentiell wachsen wird und in diese Bewertung dann reinwächst. Weswegen viele sagen, na, die Aktie ist doch gar nicht teuer. Naja, wenn man eben dieses Wachstum voraussetzt, dass das so weitergeht. Aber interessant ist, Nvidia ist sehr viel mehr wert als eben die gesamte oder als der gesamte Energiesektor, der allerdings etwa das Dreifache an Gewinnen produziert. Und man kann sich ja vorstellen, wenn KI wirklich das große Ding ist, dann brauchen wir so viel Strom, dann sind solche Energieunternehmen der wirklich heiße Pick, wenn man sich für Aktien interessiert. Also wenn das Ganze aufgehen sollte, dann dürfte die interessantere Bewertung im Energiesektor sein im Vergleich zum Highflyer aus dem Chipsektor. Hier sagt zum Beispiel Goldman Sachs, naja, KI könnte eine Blase sein, aber wir erwarten nicht, dass sie unmittelbar platzt. Okay, wir haben Berichte jetzt, wo gewarnt wird vor der Unzuverlässigkeit etwa von Googles KI Gemini. Da heißt es, was diese KI hier teilweise rausbringt, ist grob fahrlässig falsch. So hat man zum Beispiel, sagt man, dass Barack Obama ein muslimischer Präsident gewesen sei und so weiter, dass Astronauten auf dem Mond Katzen getroffen hätten. Also das sind alles Dinge, die sozusagen eben zeigen, dass KI bisher in vielen Bereichen nicht zuverlässig ist. Und das ist genau der Punkt, das ist das eine. Das andere ist, wie verdienst du mit KI Geld? Dass die Schaufelverkäufer wie Nvidia Geld verdienen, okay. Aber wie werden die Goldsucher Geld verdienen? Bisher ist das nicht wirklich eingetroffen. Und dementsprechend ist eben die Frage, ob diese Semiconductor-Aktien, die jetzt höher als auf dem Hochpunkt in Relation zum S&P sind, in der Dotcom-Blase, ob das Ganze Bestand haben kann. Das wird sich zeigen. Und wir werden auch sehen, was mit dem breiten Markt eigentlich los ist. Wir sehen unten den S&P 500, der ein neues Allzeithoch erreicht, und wir sind oben den Equal Weight Index.
der nicht ein neues Allzeithoch erreicht. Wir sehen also eine gewisse Marktbreite. Wir haben ungefähr nur 50% der Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln im S&P 500, also die Hälfte. Und das, wo eben der Index ein neues Allzeithoch macht. Hier sehen wir mal Equal Weight, also wo jede Aktie gleich gewichtet ist im S&P 500 und nicht die großen Tech-Werte ebenso dominieren, sehen wir, dass wir eigentlich jetzt an einem Niveau sind, wo eine wichtige Unterstützung halten sollte. Wir sind unten auch in Relation ziemlich über, naja, strapaziert, was die Bewegung, Kursbewegung betrifft. Bei den allermeisten Aktien gegen die ganz wenigen großen Tech-Aktien, die die Indizes in die Höhe schießen lassen. Und hier sehen wir mal Nvidia mit einer immensen negativen Divergenz. Wir sehen also, der Kurs kommt jetzt an die obere Trendkanalbegrenzung. Einerseits hat oben im RSI eine negative Divergenz. Das heißt, wir haben einen niedrigeren RSI, als wir vorher es hatten, als die Aktie noch viel tiefer stand. Das gilt als charttechnisch negative Divergenz. Heißt nicht, dass morgen oder übermorgen Nvidia nicht noch weiter steigt. An Nvidia hängt ja so vieles. Hier sehen wir mal das ganze Spinnennetz. Da ist Nvidia selber. Dann haben wir die ganzen Semiconductor-Aktien. Dann von Servern über Netzwerk, über Utilities, eben diese Stromlieferanten zum Beispiel, Software und so weiter. Alles profitiert, wenn man so will, im Schatten dieser KI-Euphorie, die durch Nvidia gewissermaßen repräsentiert wird. Das ist ein ganzer Kosmos, der dranhängt. Auf der anderen Seite sehen wir das Consumer Discretionary Aktien, also Aktien aus dem Bereich von Dingen, die man nicht zwingend täglich kauft, wie etwa einen Tesla, wie etwa Amazon. Sehen wir, dass wir ein neues 52-Wochen-Tief sehen bei diesen Consumer Discretionary in Relation zum S&P 500. Also wir sehen Schwäche zuletzt jetzt bei Aktien wie Amazon, wie Tesla, auch wie McDonald's, wie Home Depot. Wir sehen, dass der Tech-Sektor jetzt praktisch nicht ganz es geschafft hat, sein Dotcom-Blasenniveau in Relation zu Rohstoffen zu überbieten. Auch das finde ich interessant. Wir sehen, dass Rohstoffe jetzt offenkundig aufholen, und wir sehen auf der anderen Seite, dass es wieder ein richtiger Volkssport geworden ist, den VIX zu shorten, also auf eine immer weiter fallende Volatilität zu setzen. Das hatten wir schon mehrfach in der Börsengeschichte, und es ging das eine oder andere Mal schief, Stichwort Warmageddon. Da schoss plötzlich die Liquidität nach oben, nicht die Liquidität, die Volatilität nach oben. Ich glaube, es war damals, als China seine Währung abwertete zum Dollar. Dann knallten diese Short-Positionen auf den VIX, auf das Angstbarometer, den Leuten regelrecht um die Ohren. Was haben wir in dieser Woche? Es geht ja ruhig los, klar, mit dem heutigen Feiertag. Wir haben Wichtiges dann am Donnerstag mit dem BIP aus dem ersten Quartal. Wir haben auch Wichtiges am Freitag mit den PCE-Inflationsdaten. Das sind die zwei wichtigen Dinge, die wahrscheinlich passieren. Wir haben Zahlen von Dell, Costco, wie sie alle heißen, Salesforce am Mittwoch. Also es ist ein bisschen ruhiger. Interessant, wenn wir jetzt mal zu den Edelmetallmärkten kommen, dass die Hedgefonds die größte Goldpositionierung jetzt haben seit 4 Jahren. Und wir sehen auf der anderen Seite, wenn wir mal den S&P mit Gold vergleichen, dann geht das im Grunde seit 6 Jahren seitwärts. Also da ist die Frage, was ist die attraktivere Assetklasse? Sehr attraktiv war zuletzt der Nikkei, aber jetzt sehen wir große Abflüsse aus dem Nikkei. Wir haben jetzt die Fund Flows, 4 Wochen Moving Average, mit dem größten Rückgang, den wir seit Jahren erlebt haben, seit es im Grunde diese Daten gibt. Das ist schon auffällig, dass also jetzt offenkundig diese Japan-Rally von vielen Investoren als beendet gesehen wird. Und wir haben auf der anderen Seite China, das jetzt versucht, über einen 475 Milliarden Staatsfonds den Chipsektor nach vorne zu bringen, um nicht abhängig zu sein von den Amerikanern, um nicht von den letztendlich runtergetunten Chips etwa von Nvidia abhängig zu sein. Da geht man also, gibt man richtig Gas. Und hier auch nochmal in Sachen Geopolitik, der Kreml hat heute gesagt, wir sind schon in einer direkten Konfrontation
Mit der NATO oder die NATO ist in einer direkten Konfrontation mit Russland. Wir haben ja jetzt gesehen, dass die Biden-Administration offenkundig erlaubt, dass die Ukraine mit US-Waffen auf russisches Territorium auch schießt. Wir haben in Sachen Taiwan jetzt einige Parlamentarier aus den USA, die sagen, wir müssen jetzt sehr schnell Taiwan weitere Militärhilfen, weitere Militärausrüstungen zukommen lassen. Wir hatten dann heute die Meldung, dass Japans Regierung eine Warnung rausgibt für die Region Okinawa, weil Nordkorea eine Ballistic Missile abgeschossen habe. Die stürzte dann allerdings ins Meer. Also es sind verrückte Zeiten. Dann haben wir Schussgefechte in Rafah an der ägyptischen Grenze zwischen israelischen und ägyptischen Soldaten. Ein ägyptischer Soldat ist offenkundig ins Leben gekommen. Man versucht, die ganze Geschichte jetzt wieder zu beruhigen. Und der Telegraph meldet, dass China für Anfang Juni, ob das richtig ist, kann ich nicht beurteilen, aber wir sehen, wie unruhig eigentlich die geopolitische Lage ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben solche Angstbarometer wie der VIX im Grunde auf den tiefsten Ständen seit Jahren halten, das Handeln, das passt aus meiner Sicht nicht zusammen. Da ist ein gewisses Risiko in den Märkten, das eben die Dauerbullen ignorieren und sagen, ja, interessiert nicht, solange die Aktienmärkte darauf reagieren, aber manchmal passiert es dann ganz plötzlich. Wir werden sehen, ob es passiert. Jedenfalls will man offenkundig, so der Bericht im Telegraph, mit zivilen Schiffen eben diese Invasion hier vorbereiten. Wie gesagt, wir werden sehen, ob das passiert. Diese Militärübung war drastisch und zeigt, die Chinesen meinen es wirklich ernst. Abschließend dann noch Deutschland. Wir haben heute den IFO-Index gesehen, schwächer als erwartet, im Grunde stagnierend. Etwas mehr Unternehmen wollen auch die Preise anheben. Also diese Erholungsbewegung der deutschen Wirtschaft scheint ein bisschen jetzt vorbei zu sein. IFO ist ja wesentlich zuverlässiger als alle anderen Indizes, weil hier direkt die Unternehmenschefs befragt werden. Und wir haben unterschiedliche Signale wieder aus der EZB. Villeroy, der Franzose, sagt, naja, wir sollten nicht ausschließen, dass wir, wenn wir im Juni die Zinsen senken, dann gleich im Juli nochmal die Zinsen senken. Dagegen hat Lane, der Chefvolkswirt, gesagt, die Zinsen werden länger hoch bleiben. Schnabel und Nagel, die beiden deutschen EZB-Vertreter, sagen, nein, nein, wir sollten dann erstmal die Füße stillhalten. Die Inflation ist noch nicht besiegt. Also wir sehen, wie unterschiedlich hier die EZB-Mitglieder sich äußern und die Märkte sozusagen verwirren. Ich habe drei Empfehlungen für Sie heute. Inflation, der wichtigste Fettindikator, kühlt sich wahrscheinlich ab. Das ist die Hoffnung vor den PCE-Inflationsdaten am Freitag. Erste Empfehlung, gerne teilen, meine Damen und Herren. Die zweite Empfehlung, die Wall Street, Volatilität bricht ein. Man geht furchtlos vielleicht in die nächste Krise. Fragezeichen, was da sozusagen an diesen Märkten passiert, die sehr spannend sind, erfahren Sie in diesem Artikel. Zweite Empfehlung und die letzte, bevor ich Sie in den wohlverdienten Feierabend entlasse. China versucht hier gegenzuschießen, gegen die diese verstärkten Bemühungen der USA und auch der EU, sich gegen die Überproduktion und die dementsprechenden Exporte etwa von Elektrofahrzeugen zu schützen. Also dieser latente Handelskrieg, der hier stattfindet, was da abgeht, erfahren Sie in diesem Artikel. Also drei Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.